The fighter in the blue corner is 26 years young and stands 1.80 meters tall. He weighed in at 66.06 kilogram. His record, 12 fights, 10 victories, 7 finishes. Representing the Netherlands, Jarno Errens. And his opponent in the red corner is 27 years young and stands 1.73 meters tall. He weighed in at 66.2 kilogram. His record, 11 fights, 9 victories, 6 finishes. Representing Balingen, Germany, Mert Özyildirim. Türkischer Tarzan, rein optisch habe ich keine Einwände. Also ich finde, vom Gesichtsausdruck wirkt Mert tatsächlich wieder Evil Mert. Auf der anderen Seite haben wir mit Jarno Errens einen, der sehr, sehr entschlossen da reingeblickt hat, in seiner Ecke deutlich größer ist. Wir sehen ja diesen massiven Größenunterschied, 7 cm größer, 7 cm mehr Reichweite. Sieht mehr aus, ehrlicherweise. Sieht mehr aus. Mert ist es gewohnt, gegen die großen Leute zu kämpfen, auch gegen die im Stand zu kämpfen. Ist da direkt auf dem Aufwärtshaken drauf gelaufen, auf dem kurzen. Sehr, sehr schnell geschlagen von Jarno Errens, der extrem flink ist auf den Beinen. Und der Gameplan scheint zu sein, hier wirklich früh Druck zu machen, Errens zu stellen am Cage. Und trifft jetzt seinerseits mal mit einer linken. Schöne Schwinger von der Özyildirim. Sehr versierter Kämpfer. Und ganz klare Ansage aus der Ecke von Peter Sobotta. Nur Vorwärtsgang. Und genau das ist, glaube ich, auch die richtige Strategie. Ich glaube, wenn du gegen einen wie Jarno Errens anfängst, rückwärts zu laufen, ich glaube, dann überrollt er dich. Wenn du zulässt, dass er Momentum bekommt, dann hast du ein Problem. Wir sehen es hier. Versucht sich gerade in die Rolle des Konterkämpfers zu finden, Errens. Macht das auch gut. Ja, sehr gut sogar. Jetzt hier ein guter Treffer gelandet. Schöner Inside-Low-Kick, bringt Mert damit aus dem Gleichgewicht. Und es wirkt momentan immer so ein bisschen, als ob Mert hier wie vor so eine Wand läuft. Jedes Mal, wenn er nach vorn kommt, kommen sofort 1, 2 Hände als Antwort. Ja, kann sein, dass das eben der Gameplan ist. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Und wenn er am Cage steht, zu shooten. Aber warum auch nicht eine schöne Kombination rein donnern? Ja, der Shoot würde sich ja natürlich total anbieten. Lange Beine von Jarno Errens. Du hast es schon angesprochen. Tiefer Schwerpunkt von Mert. Aber das will vorbereitet sein. Vollkommen richtig. Eingesprungenes Knie von Jarno Errens. Dass er die kann, haben wir heute schon gesehen in diesem kleinen Highlight-Paket, das wir uns angeguckt haben. Lässt Errens wirklich keinen Millimeter Platz. Der muss sich die ganze Zeit bewegen, um nicht gestellt zu werden da im Cage. Aber befreit sich immer wieder mit guten Aktionen. Landet die besseren Treffer und mehr Treffer in dieser ersten Runde bislang. Errens. Und jetzt macht er Druck. Jetzt ist Mert das erste Mal im Rückwärtsgang. Und das lässt er sich hier nicht mehr nehmen. Gut gemacht von Klettert auf den Rücken. Und der Planetiter Fanblock springt aus den Sitzen hier. Beide Hooks drin. Dreht hier auf Mert Özyildirim. Versucht Errens hier in eine gute Position zu bringen fürs Ground and Pound. Und ja, das ist doch Evil Mert, oder? Versucht ihn lang zu machen. Das ist definitiv der Evil Mert. Versucht ihn auszustrecken. Man muss aufpassen, dass er nicht zu weit nach oben rutscht hier mit dem Gesäß, damit er nicht abgeschüttelt werden kann. Jede Menge Zeit noch auf der Uhr. 1,45. Er kann hier arbeiten, er darf nichts überhasten. Und macht ihn lang. Das war wichtig. Und es kostet jedes Mal Kraft, sich da wieder raus zu tanken für Errens. Auch wenn der hier wieder rauskommen sollte, das kostet Energie. Und die wird ihm hinten raus eventuell fehlen. Aber Özyildirim, ich glaube, der will hinten raus gar nicht sehen. Der will hier das Finish. Chance, hier den Sack zuzumachen. Ich wollte es nicht sagen. Und selbst wenn das mit dem Choke hier nicht klappt, ich würde da jetzt einfach reinhauen, was das Zeug hat. Body Triangle. Perfekte Situation für Özyildirim. Genau da will er hin. 1,13 noch in dieser Runde. Ground and Pound. Versucht nochmal den Bürger zuzumachen. Er ist nicht unterm Kinn. Aber Errens ist die ganze Zeit beschäftigt. Und diese Body Triangle, die verhindert auch, dass man anständig atmen kann. Das heißt, egal, auch wenn es hier nachher weitergeht, Errens wird weitaus mehr Federn gelassen haben als Özyildirim. Wieder versucht er da unter das Kinn zu kommen. Wieder scheint er nicht genau drunter zu sein. Er versucht sich da rein zu powern in diesen Choke. Und den mit Kraft reinzuzwingen, den Gegner. Aber egal, ob er das jetzt hier finisht oder nicht, dieses extrem dominante Rundenende ist natürlich auch ein Statement in Richtung Errens. Oh, Twister! Twister! Und ich glaube, da hat er doch so gar schon kurz... Er hat noch nicht richtig den Grip, kann noch nicht richtig ziehen an dem Kopf. Es sah ganz kurz so aus, als wollte Errens da schon tappen. Denn er kurz die Hand schon erhoben und zum Zittern bereit. Na, das wäre der zweite Twister auf deutschem Boden. Der erste war das, den Stolzfuß. Noch 10 Sekunden Zeit. Ich glaube, Errens hat es geschafft, seinen Kopf da so ein bisschen einzuknicken nach unten. Und deswegen hat das Ding nicht funktioniert. Aber was für eine fantastische zweite Hälfte der ersten Runde hier von Mert Özyildirim mit einem würdigen Co-Main-Event bislang. Das kann man laut sagen. Und eine starke erste Runde für Mert, nachdem es zu Beginn so aussah, als ob er ein bisschen schwierig in den Kampf findet, immer wieder auf diese Bretter draufgelaufen ist, wenn er rein wollte, wenn er an den Mann ran wollte, hat er dann irgendwann den Mut zusammengenommen und hat diese Chance hier genutzt. Genau, und da hat er sich ein bisschen zu viel getraut, Jarno Errens. Das hätte er sich schenken können und ich glaube, er wird jetzt sehr viel vorsichtiger in die zweite Runde gehen, denn er hat gemerkt, wenn Mert auf ihm drauf ist, dann hat er ein Problem. Auf der anderen Seite, Mert jetzt hier mit breiter Brust in die zweite Runde gehen. Das wäre natürlich ein Ding gewesen, wenn er jetzt hier diesen Twister durchgezogen hätte. Aber Jarno Errens wartet da schon. Naja, der kann es kaum erwarten. Der will ihm das jetzt wieder heimzahlen. Ich glaube nicht, dass Jarno... Ja, der freut sich richtig und lächelt. Kann gar nicht erwarten, dass es weitergeht. Ich glaube, der ist einer, der sich so eine persönliche Niederlage nicht zu Herzen nimmt, sondern in Motivation ummünzt. Ja, und ist auch ein bisschen psychologische Kriegsführung. Hat hier eine schwere Schlussphase der ersten Runde hinter sich, wollte aber gar nicht zeigen, dass er hier müde ist. Ist sofort aufgesprungen nach der ersten Runde. Ich will noch zeigen, ich bin mental noch da. Ich freue mich drauf. Ich kann es gar nicht erwarten, dass wir hier weitermachen. Macht auch sofort Druck. Versucht Özyildirim hier in den Rückwärtsgang zu zwingen. Mert muss nach vorn kommen. Darf sich hier nicht so durch den Käfig treiben lassen. Und vor allem nicht stellen lassen am Käfig. Auch da absolut den Level Change und antwortet mit der Rechten. Gut gemacht von Özyildirim. Ja, und so cool hier Errens wirkte, in dem Moment, in dem Özyildirim abgetaucht ist, da hat er ja schon mal ganz kurz die Augen aufgerissen. Ja, und mittlerweile bekommt Özyildirim auch in diesen Schlagabtauschen die besseren Treffer ab. Meidet diese langen Hände von Errens und haut die linke rein oder die rechte. Also landet die besseren Treffer, meinst du? Landet die besseren Treffer, ja. Beide Kämpfer hochkonzentriert. Unglaubliche Anforderungen, nicht nur an den Körper, vor allem auch an das Gehirn. Es gibt sehr viele Reize zu verarbeiten. Das zentrale Nervensystem ist komplett unter Stress. Ja, Peter Sobotta sagt's, die siehst du kommen. Sehr gut. Und genau das Gefühl habe ich auch in dieser Runde. Stimmt die Distanz besser für Mert? Er sieht die Schläge, er meidet sie gut und er antwortet auch gut darauf. Aber jetzt muss er wieder was machen, so wie er aktiver werden. Guter Schuh. Darauf hat er gewartet, deswegen war er so verhalten. Knie von Errens. Zum Kopf, hat getroffen. Ja, gut. Verteidigt Errens und dann direkt bestraft für den Takedown. Oh, harte Rechte als Antwort auf das Knie. Jetzt wirkte da Özyildirim fast ein bisschen angeklingelt. Die beiden schenken sich nichts. Gute zweite Runde hier von beiden. Beide haben gute Treffer gelandet. Mert bislang nicht mit den ringerischen Mitteln, um noch einen neuen Takedown zu sichern. Nein, aber auf der anderen Seite auch Errens nicht mit dem mit dem Striking, das ihm genug Punkte verschafft hätte, um diese zweite Runde zu gehen, aus meiner Sicht zumindest. Sehr, sehr ausgeglichen, aber ich würde sagen, die besseren Treffer hatte tatsächlich der Balinger. Nochmal eine schöne rechte. Spinning Back Kick. In der ersten Runde hat das dazu geführt, dass Özyildirim den Takedown bekommt. Aber er ist mutig, versucht es nochmal, der Niederländer. Und trifft diesmal. Wollte sich vielleicht auch da so ein bisschen beweisen, dass er das Ding auch treten kann, ohne auf dem Boden zu landen. Guter und wichtiger Low-Kick da von Mert. Ja, Sobotta sagt, die Runde ist knapp. Du musst ein bisschen aufdrehen, Mert. Das ist hier auf Messers Schneide. Und Jarno Errens scheint jetzt gerade wieder ein bisschen Oberwasser zu bekommen. Schöne Low-Kicks, von weit draußen getreten. 80 Sekunden. Und eine rechte hinterher. Zum zweiten Mal dieser Spinning Back Kick. Oh, schöne rechte. Auch wenn Errens da ausweicht, die hat getroffen. Habe ich bis hierhin gehört. Denkbar knappe Runde hier. Wieder ein guter Treffer für Özyildirim. Ja, versucht jetzt immer wieder mit diesem rechten Schwinger, der ein, zwei Mal gut durchkam. Aber Errens stellt sich da langsam auch ein bisschen drauf ein. Jetzt wäre vielleicht nochmal der richtige Moment für den letzten Shoot in dieser Runde, um vielleicht so einen Deckel drauf zu machen auf diesen zweiten Durchgang. No, Spinning Backfist, aber gut gekontert von Mert. Schöner Low-Kick von Errens. Also, das ist doch mal ein Kampf, wie wir ihn sehen wollen, lieber Andreas Kraniotakes. Das ist ein Kampf, wie wir ihn sehen wollen. Aus Balinger Sicht zu knapp, aber Errens verlangt hier wirklich Özyildirim alles ab. Wir schauen mal ein paar Szenen rein. Gute Treffer auf beiden Seiten. Viel aber auch auf der Deckung und da wird es, glaube ich, gleich drum gehen, sollte es über die Punktrichterzettel laufen, was haben die Punktrichter gesehen von ihrem Platz aus? Denn von einigen Positionen aus sah es so aus, als wären einige Treffer besser drin gewesen, als sie sind. Ja. Andersrum genauso. Also ich habe ein-, zweimal hier auf dem Monitor gedacht, ah ja, das ist überhaupt nicht so gut gewesen, aber hier live vor Ort habe ich gesehen oder gehört, dass die Treffer drin waren. Also schwer zu werten, aber guter Kampf, spannender Kampf. Ja, und Kelly Mrs. Vlog schreibt hier, sie glaubt, Mert, oder es käme ihr vor, Mert würde im Stand ein bisschen Erfahrung sammeln wollen, oder also freiwillig hier eher den Standkampf forcieren. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also wir haben gesehen in der zweiten Runde, dass er ein paar Takedowns versucht hat, aber er hat sie nicht durchgemacht. Errens da einfach gut verteidigt. Und ich glaube, Mert ist auch so ein bisschen gezwungen dazu, jetzt hier mit ihm zu striken, aber macht sich da sehr, sehr gut. Das stimmt. Takedowns probiert hat er ja in der zweiten. Selbst die vorbereiteten Takedowns oder die als Konter hat er Errens gut geblockt. Schöner Inside Low Kick. Ja, direkt das Tempo rausgenommen, direkt den Rhythmus rausgenommen von Errens, der nämlich gerade wieder dabei war, sich so ein bisschen warm zu tänzeln. Und das haben wir Anfang der ersten Runde auch gesehen. Mert mit viel Druck. Da hat er mir besser gefallen im Stand, als wenn er im Rückwärtsgang ist. Schafft es jetzt hier Errens auch nochmal am Cage so ein bisschen zu stellen, aber der bleibt gefährlich. Vor allen Dingen durch die Finten. Beide wollen es hier wissen. Mert will nochmal den Takedown. Das wäre groß. Bekommt er das Ding, dann hat er gute Chancen. Und das scheinen auch die mitgereisten Fans zu wissen. Jetzt hat er hier die Kontrolle tatsächlich. Takedown bekommen. Guard-Position für den Balinger. Gute 3 Minuten noch auf der Uhr. Extrem wichtig für Mert Özyildirim. Nicht nur, weil ein Takedown natürlich in die Wertung mit einfließt, sondern weil er jetzt ja auch diese Top-Position hat. Da muss er was draus machen. Er gibt sich die größte Mühe. Versucht hier zu pounden, richtet sich auf. Ist in seiner eigenen Ecke. Das ist auch natürlich ein großer Vorteil. Mittlerweile ist es nämlich echt ganz laut geworden hier. Kann also seine Instruktionen gut hören. Da ist relativ viel Platz zwischen Özyildirim und Errens. Das ist natürlich nicht ungefährlich für wer, der dann schöne Ellbogen aber reinhaut. Das ist das, was er ja gut kann, dieses Grinden von oben. Damit hat er schon viele Kämpfe auch für sich entschieden. Und Errens hat es jetzt hier echt schwer. Muss ein paar harte Dinger nehmen. Hat jetzt den Fuß in der Hüfte. Und Mert darf hier die Kontrolle nicht mehr abgeben. Das wäre wirklich fatal für ihn. Aber Errens steht hier nochmal auf. Und Reset. Ist aber jetzt wieder in der Bringschuld. Das war eine gute Sequenz für Mert. Naja, und ich glaube, jetzt wird es nochmal gefährlich für Mert, denn Errens weiß das natürlich auch. Und er weiß, dass nur noch 1,50 auf der Uhr sind. Der wird jetzt nochmal alles da reinwerfen. Und versuchen wir vielleicht sogar am Finish zu erzielen. Aufwärtshaken geht daneben. Antwort von Özyildirim mit der rechten. Und Errens hier. Eine kleine Sprinteinheit. Gibt Fersengeld. Blickt auch nochmal nach oben. Errens in Richtung Uhr. Ah, schöner Low-Kick. Der Low-Kick funktioniert verdammt gut für Mert. Merkt er selber, deswegen tritt er den erneut. Bringt damit Errens immer wieder aus dem Tritt, aus dem Rhythmus. Gute Rechte von Errens. Dessen Kämpferwillen ungebrochen. Also der gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir reden die ganze Zeit über Mert, aber Errens, der ist wirklich ein guter Kämpfer. Auch hier die Rechte sitzt wieder ordentlich. Mert versucht's nochmal. Guter Backtake. Und jetzt wird's nochmal ganz gefährlich. 36 Sekunden. Blitzschnell. Jetzt Mount die Mount für Errens. Schenkt Özyildirim das hier auf den letzten Metern weg. Macht es nochmal weitaus knapper, als ihm das lieb sein dürfte. Kommt aber sofort wieder nach oben, muss auf seinen Hals aufpassen. Die Routine von Errens, und die haben wir heute gesehen in den Highlights. Die kann er, Arm ist mit drin. Und wichtig, dass Mert das Ding hier nicht auf dem Rücken beendet, sondern nochmal hochgekommen ist. Einfach für die Wahrnehmung. Versucht hier nochmal ein paar Schläge zu landen. Was für ein Kampf. Sehr, sehr schöner Kampf. Und beide feiern sich hier als Sieger. Beide feiern sich hier schon als Sieger. Und Mert Özyildirim sagt, nee, 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 ich bin derjenige, der das hier gewonnen hat. Ich bin mal gespannt, was die Punktrichter entschieden haben. Wow. Hier sehen wir ein paar der guten Schläge. Auch diese rechte Gerade kam super schnell. Das war der Takedown in der ersten Runde, der Hauptgrund dafür, dass Mert die erste Runde gewonnen haben dürfte. Immer wieder auch gute Kombinationen von Errens im Ziel. Ihr hier im Chat seht Mert mehrheitlich vorne, auch wenn es teilweise knapp war aus eurer Sicht. Jetzt wird's spannend. All three judges scored this bout 29-28 for the winner by unanimous decision, Jarno Errens! Jarno, first of all, it was an amazing fight. Congratulations on the victory. It was a very close fight as well. You heard a couple of guys booing, especially his fan block. They are not in the cage. They are not in the cage, so why are you booing? How sure were you that you got the victory? Won in the last round. I know the first round was for him because he got a takedown. And the second round was definitely for me. I had some strikes straight to the middle. In the second round, he didn't get me to the ground where he trained for. And in the third round, he wants to go for the takedown. He got me, but I stand up in a short time. And definitely did two attempts. I defend him, and then I got the mount. And the mount is a good position. So I got the, and on points I got it. But it was a close fight. I know he was a tough opponent. All the credit is also for Mert. For me, it's difficult because I'm more a stand-up striker, and he wants to go to the ground, so we trained for it. And I'm very glad I got the win, and I hope now for the big step. I got a dream, the first Netherlands UFC fighter in the featherweight division. So I think it's getting more time for the big stage. Okay, also sagt, war sich sicher, den Kampf gewonnen zu haben. Zweite und dritte Runde war sich sehr, sehr sicher, sagt, war nicht einfach für mich, ist ein guter Gegner gewesen. Selber ist Standkämpfer, Mert kämpft gerne am Boden, das heißt, es war keine einfache Aufgabe und träumt davon, als erster Niederländer im Federgewicht in der UFC zu kämpfen. Großen Applaus für Jarno Errens.